Wie Sie wissen, haben sich zwei unserer Landsleute, die aus Wuhan zurückgekehrt sind, mit dem Coronavirus infiziert, sind positiv getestet worden. Sie sind umgehend in die Uniklinik Frankfurt gebracht worden. Es geht Ihnen zur Stunde gut, aber Sie werden dort jetzt eben untersucht und ich denke, die Verantwortlichen vor Ort werden dann auch weitere Informationen dazu geben. Sowohl beim Abflug in China als auch bei der Ankunft in Frankfurt waren diese beiden Patienten symptomfrei. Und das zeigt eben, dass genau deswegen es richtig ist, dass wir uns für eine zentrale Unterbringung der Rückkehrer entschieden haben. Denn obwohl eben bei Abflug und Ankunft dann in Frankfurt symptomfrei, gibt es diese Inkubationszeit von bis zu 2 Wochen. Das ist also die Zeit, wo im Zweifel noch keine Symptome da sind und ein Nachweis sehr, sehr schwierig ist, wo dann aber eben möglicherweise doch eine Infektion vorliegt. Insofern fühlen wir uns in unserer Entscheidung auch zur zentralen Unterbringung an dieser Stelle bestätigt. Und nur dank dieser zentralen Unterbringung in Germersheim war es dann eben auch möglich, die beiden infizierten Patienten jetzt schnell in die Uniklinik nach Frankfurt zu bringen. Gleiches gilt eben für diejenigen, die jetzt in Germersheim weiter verblieben sind, dann auch zur zentralen Unterbringung. Sie werden dort gut versorgt, sie werden medizinisch begleitet und sobald sich eben, wir hoffen es nicht, aber falls dann doch sich eine weitere Infektion in dieser Inkubationszeit herausstellen sollte, werden natürlich auch die Betroffenen dann sofort medizinisch versorgt und in eine Klinik gebracht. Ich möchte erstmal ausdrücklich an dieser Stelle allen Helfern des Deutschen Roten Kreuzes und der Bundeswehr danken. Es ist gelungen, in relativ kurzer Zeit, wir haben ja erst am Donnerstagnachmittag im Grunde entschieden, dass wir in Germersheim die zentrale Unterbringung machen, dass es gelungen ist, in so kurzer Zeit diese Unterbringung auch möglich zu machen und dass dort alle mit viel Einsatz und Engagement vor Ort auch aktiv sind. Ich wünsche den infizierten Patienten eine schnellstmögliche Genesung und zwar sowohl den in Frankfurt wie auch denjenigen in Bayern natürlich. Und ich wünsche allen weiteren Rückkehrern in Germersheim, dass sie, wenn wir denn dann eben alle notwendigen Schutzmaßnahmen auch getroffen haben in den nächsten Tagen bis zu 2 Wochen, dass sie dann wohlbehalten auch die zentrale Unterbringung verlassen können. Ich will abschließend noch 2 Dinge sagen. Das eine ist, dass ich schon mehrfach die Frage gesehen habe, warum jetzt nicht nur deutsche Staatsbürger ausgeflogen worden sind. Das hat den einfachen Grund, dass die weiteren Ehepartner und Kinder unserer deutschen Staatsbürger und Landsleute sind und damit eben auch Landsleute. Und ich denke, es ist selbstverständlich, dass wir Ehepartner und Kinder mit ausfliegen, dann auch in einer solchen Lage. Das würde sich jeder für sich, denke ich, auch wünschen, dass die Partner und Kinder dann auch mit zurückkommen können. Und das haben wir hier möglich gemacht. Und ich möchte ein zweites sagen, auch angesichts einmal mehr von viel an Halbwahrheiten, zum Teil Unwahrheiten, die in den sozialen Medien die ganze Zeit ja schon unterwegs sind. Wir arbeiten mit bestmöglicher, größtmöglicher Transparenz, sowohl wir hier in der Bundesregierung als aber vor allem auch, und ich bin sehr dankbar für die gute Zusammenarbeit, die Kolleginnen und Kollegen in den Bundesländern, in Hessen und Rheinland-Pfalz und Bayern, die im Moment betroffen sind, wie auch die Verantwortlichen vor Ort. Dafür ist aber aus meiner Sicht auch notwendig, dass wir immer dann informieren, wenn wir auch gesicherte Erkenntnisse haben. Es ist niemandem geholfen, wenn mit Halbwissen wir hausieren gingen, sondern immer dann, wenn wir gesicherte Erkenntnisse haben über den Virus, über die Frage von Infektionen, über die Lage insgesamt, gehen wir sofort mit bestmöglicher Transparenz und Offenheit dann eben auch, wie jetzt hier, in die Information rein. Wichtig ist aber eben auch, es ist immer Information auf dem Stand der Dinge. Das ist eine dynamische Lage. Wir kennen den Virus noch nicht abschließend. Wir haben noch keine Therapie, noch schon gar keine Impfung. Die Lage ist auch noch nicht im Griff in China, offensichtlich und damit insgesamt nicht. Und deswegen müssen wir eben jetzt auch gemeinsam in dieser Situation dann damit umgehen. Das ist eine Zeit, wo es wichtig ist, dass der Staat funktioniert, dass die staatlichen Institutionen funktionieren. Das haben wir in den letzten Tagen gezeigt, das wollen und werden wir in den nächsten Tagen zeigen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir, die wir politische Verantwortung jetzt auch tragen, dass wir das mit der nötigen Ernsthaftigkeit, Wachsamkeit, mit der nötigen Verhältnismäßigkeit, aber eben auch mit der nötigen Gelassenheit im Rahmen der Gesamtumstände tun. Das haben wir in den letzten Tagen gemacht und das werden wir auch in den nächsten tun.
Zum Ersten haben ja die chinesischen Behörden vor allem auch getestet vor Abflug, weil ja auch die klare berechtigte Ansage war, wer nicht symptomfrei ist oder bei wem eine Infektion nachgewiesen ist, der darf China auch nicht verlassen. Das haben sie ja sehr, sehr klar gemacht. Und es war eben genauso richtig, dass in Frankfurt dann sofort, das hat ja auch noch mal eine ganze Zeit gedauert und Sie müssen ja sehen, die Rückkehrer waren ja auch schon viele Stunden unterwegs und trotzdem war es richtig und wichtig, eben in Frankfurt noch mal auch ärztlich zu untersuchen und die entsprechenden Schnelltests zu machen. Und ich sage noch einmal, genau deswegen, weil wir nicht abschließend trotz Symptomfreiheit ausschließen können, dass eine Infektion vorliegt, genau deswegen machen wir jetzt die zentrale Unterbringung. Und bei Abflug jedenfalls in China mussten und durften wir davon ausgehen, dass eben symptomfreie Landsleute zu uns zurückkehren. Das waren sie auch noch in Frankfurt und insofern schienen sie eben gesund. Aber wie gesagt, Inkubationszeit heißt eben in einer Situation wie dieser, dass sich das dann auch relativ schnell, wie wir gesehen haben, verändern kann. Und ich sage noch einmal, genau das zeigt, warum diese zentrale Unterbringung richtig war. Also es ist ja auch in dem Flieger dann getrennt worden, in dem Moment, wo sozusagen das erste, kleinste Husten oder Symptom auftauchte. Aber es sind am Ende auch Fachleute, Infektiologen, Ärzte, die entscheiden, mit viel Erfahrung im Übrigen entscheiden, sowohl vor Ort wie bei der Bundeswehr, wie das am besten gehandhabt wird. Und ich habe da vollstes Vertrauen darin, dass wir da gemeinsam das in bester Absicht mit den richtigen Entscheidungen. Die Folgen, die das jetzt für Germersheim, für die Rückkehrer dort hat, für die Betroffenen, wie Sie gesagt haben, in der Frage und der Art der Unterbringung, das entscheiden auch die Behörden vor Ort. Sie sind ja sowieso schon in 4 Gruppen auch unterteilt worden. Und es gibt da klare Herangehensweisen, die sich eben ergeben aus der Fachlichkeit heraus und das wird vor Ort dann jetzt auch entsprechend umgesetzt. Das fängt ja schon in der Frage natürlich auch an, welcher Mundschutz zu tragen ist im Umgang miteinander, dass jetzt auch im regelmäßig eine entsprechende Testung durchgeführt wird, wie es tatsächlich ja auch geplant war und dass am Ende immer alle, ja auch im Miteinander, das gilt ja für in der zentralen Unterbringung wie außerhalb der zentralen Unterbringung, so miteinander umgehen, dass das Infektionsrisiko minimiert wird. Das haben ja die Kollegen in Hessen und in Frankfurt, die ja diese Entscheidung nachvollziehbarerweise getroffen haben, auch schon dargelegt. Und meines Wissens werden Sie auch nachher um 4 nochmal vor Ort in Frankfurt informieren, dass es neben einem bislang und jetzt ja tatsächlich nicht bestätigten Verdacht auf eine Infektion, auch dort ist ja ein Schnelltest durchgeführt worden, es eben einigen der Reisenden auch einfach nicht gut ging. Ich sage noch einmal, das war eine sehr, sehr lange Reise, von wahrscheinlich auch, wann sie zu Hause verlassen haben, eher 30, 40 Stunden, die viele da unterwegs waren. Und für jemanden, der möglicherweise auch andere Vorerkrankungen hat, kann es dann eben Sinn machen, in der individuellen Gesundheitssituation, dass es dann in einer Klinik abgeklärt wird und geholfen wird. Und das war die Entscheidung, die dort bei diesen Rückkehrern gemacht worden ist und sie sind zur Stunde, soweit ich jedenfalls informiert bin, noch in der Klinik in Frankfurt. Sind besondere Wir sind natürlich im Austausch mit unseren europäischen Partnern, auch mit den Behörden in den Ländern, über die Frage, was wir generell auch mit Blick auf die Entscheidungen der Vereinigten Staaten, was die Einreise aus China angeht, an möglichen Maßnahmen ergreifen sollten. Es ist ja jetzt schon so, dass immer dann, wenn sich im Flieger Krankheitssymptome zeigen, der Pilot, das haben wir ja angeordnet, auch vor einigen Tagen schon, den Tower vor Anflug zu informieren hat. Und es gibt ja auch schon berichtete Beispiele von den Flughäfen, wo das tatsächlich dann eben dazu führt, dass dann die Maschine auch gesondert auf dem Flughafen erstmal abgestellt wird und dann eben die entsprechenden Verfahren auch durchlaufen werden, um dort das dann abzuchecken. Das ist schon mal eine erste wichtige Maßnahme. Jeder, der bei der Einreise Symptome zeigt, wird dann natürlich auch weiter gecheckt. Ob darüber hinausgehende Maßnahmen notwendig sind, darüber befinden wir uns zwischen Bund und Ländern, aber eben auch innerhalb der Europäischen Union in Gesprächen. Ich habe gestern mit meinem amerikanischen Kollegen, dem Gesundheitsminister der Vereinigten Staaten, telefoniert, um auch zu einer Einschätzung zur Lage, zu einer gemeinsamen zu kommen. Und wir haben vereinbart, dass es auch eine Telefonkonferenz, eine Aussprache der Gesundheitsminister der G7 zu dieser Frage geben soll, um eben auch einheitlich umzugehen. Es bringt ja nichts, wenn ein Land alleine Maßnahmen ergreift, schon gar nicht in Europa. Ich komme aus einer Region, wo Amsterdam deutlich näher ist als Frankfurt
oder München. Und insofern müssen wir dann auch einheitlich agieren. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland ausreichend Kapazitäten. Es sind ja keine Sonderisolierstationen für diesen Virus nach derzeitigem Kenntnisstand notwendig, sondern eben Intensivstationen und Einzelisolierungen. Das können viele Krankenhäuser in Deutschland leisten, nicht nur Unikliniken, sondern auch Maximalversorger und darüber hinaus. Insofern wird in jedem Fall dann auch eine gute medizinische und angemessene Begleitung, Betreuung, Untersuchung und Behandlung möglich sein.